Bürgerinnen und Bürger, herzlich willkommen zur Verkündung der Ergebnisse der zweiten Bürgerversammlung. Auch dieses Jahr konntet ihr über unsere Bürgerwebsite wieder eure Stimme zur Zukunft der Bike Republic abgeben. Bevor wir zu den diesjährigen Ergebnissen kommen, schauen wir noch mal kurz auf die letztjährigen und somit zu unserem Außenreporter Robert. Hey Simon, willkommen hier aus dem Herzen der Bike Republic Sölden, aus dem Baucontainer, hier mit dem Projektleiter Leopold Linzer, der uns erzählen wird, was bei der letzten Bürgerversammlung so umgesetzt wurde. So Leo, was wurde umgesetzt? Ja, da die Entscheidung zwischen der blauen und der schwarzen Strecke mehr wie knapp war, haben wir uns entschieden, wir bauen einfach beide Strecken. Die blaue Strecke ist mehr oder weniger fertiggestellt und die schwarze Strecke starten wir in ein paar Wochen zusammen mit dem Designer Glenn Jacobs aus Australien. Beide Strecken werden nächstes Jahr in der Saison 2020 eröffnet. Ihr, die Bürger, habt letztes Jahr entschieden, dass die Tasse bleiben soll. Und jetzt rückt mir das Ding nicht mehr von der Pelle. Und Leo, was ist eigentlich aus dem Jedermann-Event passiert, das die Bürger wollten? Die Trailmasters Challenge ist bereits im vollen Gange mit dem Dual Slalom, Night Sprint und Avalanche Enduro. Ja, dann wünschen wir mal allen Teilnehmern viel Glück. Du, sag mal Leo, das Volk hat sich entschieden für mehr Naturtrails. Was geht denn jetzt mit den Naturtrails? Wollt ihr nicht mal was anderes bauen als außer diese Murmelbahnen? Ja, also wir haben heuer bereits den Gampe Trail zusätzlich neu eröffnet. Wir haben den Steckler Trail adaptiert und verlängert. Wir sind gerade dabei, den Leiterberg Trail zu verlängern. Und bisher lag einfach unser Hauptfokus, alle wichtigen Punkte mit blauen Strecken zu erschließen. Und das haben wir jetzt hinter uns. Jetzt können wir mehr Fokus auf die Naturtrails legen. Die Bürgerinnen und Bürger haben sich auch beim letztjährigen Voting für mehr Tables entschieden. Was ist nun aus den Tables geworden, Leo? Die neue Gahe-Line protzt nur so vor lauter Tables. Bist du die überhaupt schon gefahren? Nee, bis jetzt bin ich nur in den steilen Kurven am Bumptrack gefahren. Da sich die Bürger und Bürgerinnen dazu entschieden haben, dass Indie-Rock am besten zur Bike Republic passt, wird euch jetzt mein Feld aus Südtirol den Abend versüßen. Am besten Tag im Jahr, dem Nationalfeiertag der Bike Republic Sölden. Cheerio! Back to Simon in seine Thinker! Danke, Robert. Aber jetzt schnell zu den Ergebnissen, weil wir haben in 15 Minuten La Bubble Bath mit Twins. Erste Frage. Welche Strecke sollen wir für euch nächstes Jahr bauen? Grün oder schwarz? 59% der Bürger wünschen sich eine schwarze Strecke. Aber auch mega viele wünschen sich mehr Naturtrails. Die werden sich den nächsten Jahr auch vermehren, aber 95% von den Bürger kommen da doch nicht runter. Scheiß Demokratie, wir hätten eine Monarchie werden sollen. Zur zweiten Frage. Sollen die Goodies bleiben oder wollt ihr neue Goodies? Die Entscheidung fiel 50-50 aus, also danke für nix. Es waren aber ein paar krass gute Ideen dabei, wie zum Beispiel gepolsterte Unterhosen oder Kondome für ihre Sicherheit. Wir werden uns was einfallen lassen, halten euch am Laufenden. Bei der dritten Frage wollten wir von euch wissen, wie wir die Bike Republic nachhaltiger machen können. Die häufigsten Ökosünden bei uns sind die vermehrte Plastikverwendung und der Müll. Wir werden uns diesen Problemen annehmen. Wir werden auch vermehrt Müllkübel aufstellen, aber euren Dreck müsst ihr schon selber bis dorthin tragen. Vierte Frage. Viel Biken, viel Hunger. 75% der Bürger wünschen sich mehr kulinarische Abwechslung. 25% der Bürger wünschen sich mehr vegane oder vegetarische Speisen. Da werden wir unsere Pizzakarte wohl müssen ein bisschen erweitern. Die fünfte Frage war, wie können wir unsere Sportshops verbessern? Eure Antwort war ganz klar, wir brauchen mehr Bikemarken. Das wundert mich ein bisschen, weil Sölden hat die größte Dichte an Sportshops in ganz Europa. Aber okay, dann werden wir schauen, dass wir neben Track, Scott, Santa, Mondraker, Giant und Focus
noch mehr Marken für euch nach Sölden zu bringen. Und da sind wir schon bei der sechsten und letzten Frage und die beschäftigt sich mit der Infrastruktur der Bike Republic. Was wollt ihr mehr? Mehr Lifte, längere Öffnungszeiten, eine längere Bike-Saison? 53% haben sich für längere Öffnungszeiten entschieden. Und das passt mal ganz gut. Da können wir die Bergbahn in Sölden mal ordentlich in Schwitzkasten nehmen. So, ich muss jetzt Gott sei Dank weiter, weil die Twins warten schon auf mich.